So, meine Lieben, und damit erst willkommen zur 40. Folge der FIFA 19 Road to Glory hier auf YouTube. Und damit willkommen, ihr seht es oben schon im Titel und ihr habt es anhand des Thumbnails schon gesehen, heute mal wieder zu einem kleinen Pack-Opening, Rewards Day, was auch immer, allerdings schon mal vorneweg ein bisschen verzögert. Ihr werdet jetzt gleich die Highlights letztendlich der letztwöchigen Rewards sehen. Na, heute ist Donnerstag, das heißt, heute kommen schon wieder neue raus mit einem Team of the Week, was leider Gottes nicht ganz so interessant ist. Da sehen wir hier nochmal Kruse, Hernandez, Di Maria, Richarlison, De Frey und das ist schon das vermeintlich Beste. Das ist nicht ganz so krass, aber die Rewards zum Team of the Week 27, die werdet ihr morgen in dem Video sehen. Heute, wie gesagt, nochmal zum Alten. Das schon mal als Info vorneweg. Ihr werdet das auch gleich zum Start sehen. Danach will ich euch nochmal eine coole neue Truppe zeigen. Ihr seht es anhand der Coins. Wir haben mittlerweile eigentlich so gut wie alles ins neue Team investiert. Spielen auch in-game den 3-5-2, was ich mega interessant finde. Deswegen, falls ihr auch irgendwie auf der Suche seid nach vielleicht ein bisschen mehr Fun, Abwechslung, was auch immer, dann kann ich euch definitiv da die Aufstellung empfehlen und werde euch dann auch gleich im Anschluss mal das Team zeigen. Plus, auch noch eine ganz interessante Information an der Stelle, am Freitag, sprich aus eurer Sicht im Normalfall morgen, muss ich mal nachschauen, was ist das für ein Datum, am 22.03. werden wir nach langer Zeit endlich mal wieder einen 24-Stunden-Livestream starten. Deswegen, wenn ihr da Bock habt, dann schaut gerne vorbei. Der Stream wird um die Nachmittagszeit starten, ich weiß leider noch nicht ganz genau wann, aber rechnet mal irgendwann so zwischen 1, also 13 Uhr und 15 Uhr vielleicht sowas in dem Dreh, dass wir da letztendlich loslegen werden. FIFA-Action natürlich, die Weekend-League, die wir zocken werden. Noch dazu startet ja Foot Birthday am Freitag, heißt, da werden wir auch ein bisschen SBCs und lauter so Stuff kriegen. Wir werden ein bisschen Red Dead Redemption spielen, Horror-Games vielleicht noch. Es wird Giveaways geben, wenn ihr da Bock habt, was zu gewinnen und was abzustauben. Dann seid ihr auch richtig und natürlich eine Menge Spaß. Und hoffentlich bleibe ich wach. Das ist der Plan. In dem Sinn, wenn ihr da Bock drauf habt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. twitch.tv/badeschlappen-ep. Freitag irgendwann rund um die Nachmittagszeit legen wir los. Dann den ganzen Abend durch, die ganze Nacht durch und am nächsten Tag auch nochmal durch. Und dann schauen wir mal, was das wird. In dem Sinn, möchte ich nicht länger quatschen. Wenn es euch heute gefällt, Däumchen nach oben da lassen. Ich würde mich freuen. Und damit jetzt erstmal viel Spaß mit den Rewards. Und damit kommen wir jetzt zum interessantesten Teil am Donnerstag. Nämlich den Weekend League Rewards. Wahrscheinlich eine der eher schlechteren Weekend Leagues. 19-11. Gold 2 abgeschlossen, den Bums. Aber ihr wisst Bescheid, das sind ja oftmals die vermeintlich besten Rewards. Deswegen starten wir rein. Bester Spieler rein vom Rating wäre ein 91er James. Die Spieler, die ich allerdings haben will, wäre entweder ein 84er Vardy, hätte ich Bock, oder einen 86er Ben Yedder, auf den hätte ich noch ein bisschen mehr Bock. Also wenn wir Ben Yedder oder Vardy bekommen, bin ich schon zufrieden. Deswegen schnacken wir nicht lang rum, Jungs. Starten wir rein. Player Pick Nummer 1. Und wir starten mit Ben Yedder. Es ist doch einfach nur ein absoluter Traum, Jungs. Ist das schön? Blaschikowski, Brandt, Ben Yedder und Kostyl. Ist das nicht schön? Warum spielt man in der Weekend League höher als Gold 3 oder Gold 2? Warum? Jedes Mal. Ben Yedder. Pock. Richtig gut. Alter, okay, jetzt müssen wir noch überlegen, ob ich mein Team doch noch mal ein bisschen umbaue, weil ich habe so Bock auf Ben Yedder, ne? Ben Yedder ist halt so geil. Ich liebe den. Okay, Ben Yedder. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht verklickt. So, und jetzt noch. Okay, dann gehe ich jetzt aufs Ganze, Jungs. Dann will ich jetzt den James. Dann will ich jetzt aber auch den James, EA. Und einen 86er Belotti. Jungs, ich frage, warum spielen wir bis Elite? Warum machen wir jetzt nicht mehr, oder? Also langsam ist... Das gibt's doch gar nicht. Wir hatten definitiv schon mal schlechtere Rewards. So viel kann man dazu sagen. Ben Yedder und Belotti. Vor allem natürlich Ben Yedder absolut krass. Und mittlerweile, jetzt wo ich das Video oder diesen zweiten Part letztendlich aufnehme im Video, haben wir Ben Yedder schon ein paar Spiele gespielt. Und ihr werdet gleich die Statistik sehen. Und ich kann schon mal vorneweg sagen, Ben Yedder ist einer der krassesten Stürmer, die ich bis dato in diesem FIFA gespielt habe. Ibra absolut sick, über Ronaldo brauchen wir nicht reden. Und Ben Yedder ist da eigentlich auch in einer Reihe mit den eben genannten. Die Statistik und wie er sich in-game spielen lässt, unfassbar geil. Ich glaube, er kostet knapp 200k, vielleicht sogar mittlerweile ein bisschen weniger. Ich habe da nur vor ein paar Tagen den Preis gecheckt. Wenn ihr Bock drauf habt und den braucht, holt euch den. Zeige ich euch gleich. Wir starten jetzt erstmal rein in unser neues Team. Ich habe es am Anfang des Videos angesprochen. Wir werden in-game eine 3-5-2-Formation spielen. Ich werde euch auch nochmal die ganzen Infos zeigen bezüglich Taktik, wie auch letztendlich die Spieler auf welcher Position in-game spielen. Aber wir starten erstmal rein hier mit der Menüformation, wenn man so will.
Im Tor habe ich den wunderbaren Herrn Peter Cech vom FC Arsenal, die, wie steht's, was haben wir hier? Premium Squad Building Challenge, so ist die offizielle Bezeichnung der Karte. Solider Keeper, 89 Spiele mittlerweile mit ihm gemacht. Empfehlenswert. Kann natürlich auch jeder andere Premier League Spieler ins Tor rein, das werdet ihr gleich sehen, aber Cech untradable und hat mir ganz gut gefallen, deswegen spielen wir den. Auf der Rechtsverteidigerposition, und da kommen wir auch zur ersten Karnevals-SBC, die wir gemacht haben, der wunderbare DeAndre Yedlin, US-Amerikaner von Newcastle. Ihr seht's, sehr, sehr solide Stats, 96 Pace, halt absolut krass, 84er Def, 82er Physis, gutes Dribbling, gutes Passspiel, spielt bei mir in der Dreierkette hinten, ne? Und ist unfassbar wichtig, weil er halt einfach so dermaßen viel Pace mitbringt. Bisschen klein, natürlich dann bei Kopfbällen und so nicht ganz so geeignet, aber halb so wild. Krasse Karte, sehr empfehlenswert, auch wenn ihr die SBC, glaube ich, wenn das Video rauskommt, vielleicht gar nicht mehr machen könnt. Aber wenn ihr den gemacht habt, spielt den. Gefällt mir sehr, sehr gut. Daneben ein Spieler, über den wir, glaube ich, relativ wenig Worte verschwenden müssen. Virgil van Dijk vom FC Liverpool. 1,34 Millionen Coins gekostet, als ich ihn gekauft habe. Wahrscheinlich auch mittlerweile wieder günstiger, man kennt's. Einfach nur krank. Ich glaube, dabei können wir es belassen. Einer der krassesten Innenverteidiger in-game. Mit wahrscheinlich Ramos Totti, mit Varane Totti auch noch unter anderem. Mit auch Eder Militao, Future Star. Ich glaube, Future Star ist er. Wenn man mal die ganzen Icons weglässt, sind das so eigentlich mit die besten Verteidiger, die man da fast spielen kann. Absolute Granate und gefällt mir bombastisch gut, vor allem auch in der Dreierkette als zentraler Spieler. Sehr genial. Dann haben wir daneben David Luiz Moreira Marinho, der Mann vom FC Chelsea, als Flashback-Spieler auch eine sehr, sehr solide Karte. Allgemein kann man sagen, Luiz mit Van Dijk und mit Yedlin eine super Dreierkette, weil alle halt auch relativ schnell sind, alle noch dazu Füße stark, defensiv stark, Yedlin dann eher weniger, aber in der Kombination einfach sick. Sehr, sehr nice. Linksverteidiger Marcelo Totti, brauche ich glaube ich auch nicht viel zu sagen. Das ist auch dann einer der Spieler, der ingame ein bisschen nach vorne ruckt. Sprich, Marcelo spiele ich dann ingame auf der LM-Position. Ganz frisch am Start, Lionel Messi. 4 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage bisher. Ganz frisch verpflichtet, spielt ingame auf der 10. Kann ich noch nicht so viel zu sagen, auch zu einigen Spielern, die jetzt dann zum Teil noch kommen, weil wir noch nicht so viele Games gemacht haben. N'Golo Kanté, damit unser dritter Totti, der in dieser Truppe mit am Start ist. Neben Vieira, obwohl ich ja nur den 86er spiele und noch nicht den 88er Prime oder Optimus Prime, was auch immer, wie die ganzen Karten mittlerweile heißen. Selbst der normale Vieira in Kombination mit dem Kanté Totti, absolut genial. Ebenfalls eine sehr, sehr empfehlenswerte Karte. Ich glaube, wahrscheinlich die teuerste Karte. Dürfte die teuerste Karte sein in dem ganzen Verein. 2,178 Millionen Coins hat er mich damals gekostet. Was heißt damals? Ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her. Haben erst 40 Games mit ihm. Gucken wir mal ganz kurz rein. Ja, aber ihr seht es, auch da gesunken. Typisch. Typisch, Freunde. Aber es ist halt wieder das große Event, das ansteht. Ein bisschen Panik, die am Start ist. Und ich habe ihn vor, wann habe ich ihn gekauft? 1,5, 2 Wochen? Vielleicht auch schon länger. Bin mir gar nicht sicher. Aber den Matches nach zu urteilen, dürfen wir den noch nicht so lang haben. Auf jeden Fall empfehlenswerte Karte. Dann Neymar, den habe ich schon ewig lang. Das sieht man am Preis. Ich glaube, der ist mittlerweile die Hälfte nur noch wert. 508 Games, sehr solide. Einzige Problematik, Neymar habe ich bisher am meisten auf 10 gefeiert. Dadurch, dass aber Messi, glaube ich, auf 10 noch geeigneter ist im 3-5-2, rutscht Neymar erstmal auf die rechte Mittelfeldposition. Da muss man mal gucken, ob der da sich so gut spielen lässt in der Formation. Aber das werde ich erst nochmal testen. Deswegen auch noch nicht so ganz aussagekräftig, ob der im RM ganz gut taugt. Und dann ihn hier, Freunde. Da ist er. Wissam Ben Yedder. Von den 34 Games sind 30 Games aus der letzten Weekend League und 4 Games aus Rivals in Division 1 und ihr seht die Bilanz. Es ist krank. Vor allem in dem 3-5-2, sprich in der Formation, wo wir letzte Woche 4,5 Offensivspieler hatten, sticht der nochmal so raus. 34 Games, 36 Tore, 15 Vorlagen. Komplett andere Welt, der Kerl. Wenn du das mal zusammenrechnest, hast du 51 direkte Torbeteiligungen in 34 Games. Mega krass. Deswegen nochmal die Empfehlung, ich habe es ja schon angesprochen. Wenn ihr Bock habt, holt euch den und wir haben ihn auch noch in Rot. Das ist so wunderschön. Wissam Ben Yedder wahrscheinlich so mit der beste Player-Pick, zumindest rein, wie er sich spielen lässt, den ich bis dato in FIFA 19 habe. Absolut krank. Wahnsinn.
Und dann haben wir noch, falsche Richtung, hier, Vieira zum einen haben wir angesprochen, kennt ihr meine Meinung, das ist glaube ich auch immer noch derselbe Vieira wie damals, sehr, sehr solide, neben Kanté, Totti überragend, ich will da gar keinen anderen spielen, außer ein Upgrade vom Vieira, eine bessere Version, aber der Spieler an sich ist top. Und ebenfalls ein alter Bekannter in der Weekend League, wie wir reinstarten werden am kommenden Wochenende, am 24er, sprich 24 Stunden Livestream-Wochenende, Zlatan Ibrahimovic. 310 Games, 224 Tore, 166 Vorlagen. Das ist schon auch eine bombastische Quote über so einen Zeitraum. Und die Karte hat ja damals in der SBC, ich glaube, 250, 300k gekostet. Eigentlich ein Witz, weil was der da abliefert, ist absolut krank. Deswegen Zlatan dann noch am Start. Heißt, das ist die Formation, Jungs, ein 4-5-1, mit der ich letztendlich erstmal im Menü am Start bin. In-game switche ich das Ganze dann zu einer folgenden Geschichte. Das gucken wir uns hier an. Halt, so. So sieht das Ganze dann in-game aus. Luis van Dijk, Gatlin in der Dreierkette, Kanté, Vieira Doppel 6, Marcelo links, Neymar rechts, Messi 10, Ibra Benje da vorne. So zocken wir da erstmal. Die Taktiken sind relativ ausgeglichen. Ihr seht es, ausgeglichen 6-6, also ein Tickchen höher als Standard. Dann wieder ausgeglichen Offensivstil. Die Breite in der Offensive habe ich auf 4, Spieler im Strafraum 6, Ecken 3, Freistöße 2. Das soweit dazu. Und dann noch die Anweisungen, fangen wir mal hinten an. Auf den Innenverteidigern ist nichts. Kanté habe ich auf Passwege zustellen, Mitte abdecken. Genau dasselbe auf Vieira, nur dass Vieira noch hinten bleiben bei Angriff mit dazu kriegt. Also das ist so der absolute Sechser in der Formation. Kanté darf ein bisschen mehr nach vorne machen. Messi habe ich am Strafraumrand bei Flanken. Marcelo hat meines Wissens nichts. Neymar hat auch nichts. Und dann habe ich vorne Ibra als Anspielstation und Ben Yedder als Abwehr überlaufen. Letztendlich, was die Offensivläufe angeht. Damit man da vielleicht nochmal ein bisschen Abwechslung reinkriegt. Ben Yedder logischerweise der etwas schnellere Mann. Ibra der etwas körperlich stärkere. Deswegen, ja, glaube ich, passt das so ganz gut. Sprich, das soweit zu den Taktiken. Falls ihr da irgendwelche Fragen habt, schreibt ihr gerne unten in die Kommentare oder schaut auch, wie gesagt, auch sehr gerne im Livestream vorbei. Am Freitag gibt es ja dann den 24-Stunden-Livestream. Irgendwann rund um die Nachmittagszeit zwischen 1 und 3 werden wir reinstarten. Und dann auch mit dem Team Vollgas geben. Ich bin sehr gespannt. Deswegen schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Team haltet, wo ihr vielleicht so ein bisschen Schwachstellen seht. Ich würde sagen, fast die rechte Seite ist vielleicht eine Schwachstelle. Neymar als RM. Kann sein, dass das nicht so gut klappt im 3-5-2 und Yedlin sehen vielleicht einige als Schwachstelle, aber ich finde ihn in der Dreikette echt sehr stark. Wenn er noch ein bisschen mehr Physis mitbringen würde, der hat ja eine 82, selbst das ist ja okay, aber wenn das noch irgendwie Richtung 86, 87 gehen würde, wäre das natürlich nochmal krasser, aber das passt ganz gut. In dem Sinne, Jungs, würde ich sagen, war es das soweit von dem heutigen Video. Ihr seht nochmal kurz auf der Bank die ganzen Spieler, die man in den Wochenaufgaben machen konnte. Die haben wir mitgenommen. Das heißt, Talisca, Ben Arfa, Can und auch ein Wea. Den kann ich euch nochmal kurz zeigen. Mit dem haben wir ja die Weekend League auch mal gezockt. Da ist er, der gute Mann. Noch dazu den Hulk als SBC gemacht. Und die ganzen anderen Special Cards kennt ihr ja. Bradley kam noch 9 mit dazu. Ist, glaube ich, ein relativ solider Sechser. Hat kaum was gekostet. Kann man mal mitnehmen. Und ja, das soweit dazu. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben dran. Denkt dran, Freitag zwischen 13 und 15 Uhr sowas in den Dreh geht's los auf Twitch. Folgt mir da gerne auf Twitter und auf Instagram. Da poste ich dann natürlich auch nochmal, sobald wir live sind. Und dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Donnerstag. Ich wünsche euch viel Erfolg bei den Rewards. Wenn ihr die schon geöffnet habt, dann hattet ihr hoffentlich Glück. Und in dem Sinne bin ich raus. Macht's gut. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.